Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe frei. Und heute gibt es mal kein Autorennen für euch. Heute gibt es mal ein Mega Racetrack Art Rennstrecken Deko Unboxing Video. Herr Lüblich, hör mit dem Blödsinn auf. Und damit Halli, hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer, ach na, nicht nur Simracing, Motorsport-Begeisterte. Zu einer neuen Runde. Herr Lüblich packt aus heute diesen Mordskarton hier unten. Den habe ich nämlich von Racetrack Art zugeschickt bekommen und wer so ein bisschen aufpasst, der sieht da auch im Hintergrund schon so die ein oder andere Rennstrecke stehen, weil ich habe das wunderbare Angebot bekommen von Racetrack Art, nach und nach ihr gesamtes Portfolio mir anzuschauen und euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Es gibt keine Auflagen, also wenn ich es total scheiße finde, darf ich sagen, aber da ich ja die Rennstrecken schon kenne, weiß ich, dass es nicht ganz schlecht ausfallen wird. Ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Ich habe den Karton mal aufgemacht, um zu gucken, ob der Paketlieferdienst es mal wieder versaut hat. Ja, es war jetzt überhaupt ein Abenteuer, dieses Paket zu bekommen, weil, Paketlieferdienste. Da wird dann das Paket, da kriege ich einen Paketzettel und dann ist es gar nicht da, wo es angeblich abgegeben wurde, sondern irgendwo im Lager. Das schafft man da nicht hin, weil man ja arbeiten geht. Und zum Schluss ist dann das Paket zurückgeschickt worden und, und der liebe Manuel hat es dann nochmal mit DHL geschickt. Das hat funktioniert, jetzt ist alles da, alles da, alles da und wir packen die ganze Geschichte jetzt mal aus. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich die Kamera hinstelle. Schauen wir mal. Wir machen das einfach so, ich setze mich hier auf meinen Stuhl, ich habe die Kopfhörer auf und wir machen einfach mal die Kiste hier auf das, was da im Hintergrund steht. Das gucken wir uns nachher an. Das sind nämlich die LED-Rennstrecken und damit will ich nicht so rumfuhrwerken, weil erstens sind die teuer und zweitens auch ein bisschen empfindlich. Sieht man den Karton? Ach schade, sieht man gar nicht. Ist eigentlich die GoPro an? Läuft die? Ist hier alles schön? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe nämlich heute mal, ich habe hier so ein bisschen Licht, ja, so Licht hingestellt. Habe hier eine super geile Soft-LED von meinem Kollegen, dem Martin. So ganz high professioneller Kamera-Shit. Ist schon geil, wenn man so Leute kennt und sich das leihen darf. Und wie gesagt, LED-Rennstrecken kommen dann später. So, natürlich ist hier ganz viel Versand, Verpackungsmaterial, Gekrame drin. So. Dann machen wir hier alles mal raus. So. Ach ja, herrlich. Ich würde am liebsten alles gleich wieder einpacken und nochmal auspacken, weil alleine das Auspacken ist ja schon das Schöne. So, hier ist noch ein bisschen Pappe und da ist noch mehr Pappe. Und wir fangen mal klein an. Ich habe nämlich quasi Rennstrecken in allen Größen, damit ich euch mal zeigen kann. Ich komme mal ein bisschen näher. Hallo. Rennstrecken in allen Größen, dass ich euch die mal zeigen kann. Und vor allem auch mal farbige Rennstrecken bekommen und welche mit Carbonfolie. Weil ihr euch ja immer wieder fragt, wie das so aussieht und wie das so in echt aussieht, weil das sind ja immer ganz tolle Produktfotos. Und man fragt sich ja dann doch öfter mal, wie sieht das denn in Wirklichkeit aus? So, jetzt muss ich mir mal hier, ist alles sehr ordentlich eingepackt hier, alles schön, schön in Blasenfolie. Ja? Und ich würde euch gerne erstmal eine kleine Rennstrecke zeigen. Die haben wir, haben wir doch in Schwarz, wunderbar. Ja, und dann starten wir doch mal mit der Rennstrecke, die wir so kennen. Ich kriege übrigens Muster, ja. Ich kriege hier nicht den hochprofessionellen Megashit, weil das wäre auch ein bisschen teuer. Die große Spar-LED da hinten, die liegt bei 239 Euro. Hier so eine kleine Rennstrecke geht bei 49 Euro los. Und das ist halt einfach teuer. Und ich bekomme dann halt Muster. Die sind manchmal nicht ganz perfekt.
wobei ich mich bisher noch nicht beklagen konnte. Und das heißt, ich habe jetzt hier nicht 20 verschiedene Rennstrecken, sondern der hat mir einfach das geschickt, was gerade so da rumlag und was quasi weg konnte. Bin ich nicht böse drüber, alles, was ich doppelt habe, wird schön verlost, meine lieben Freunde. Nicht in dem Video, aber kommen wir noch zu. So, das hier ist eine, achso, ich könnte mir mal hier irgendwie, ich besorge mir mal ein weißes Blatt, dann kann ich euch mal das zeigen besser. Oh ne, hier, nehm mal ein Grau. Und dann machen wir es mal, jetzt muss ich mal überlegen. So. Das hier ist eine kleine Rennstrecke. Wie man sieht, passt sie genau auf ein A4-Blatt. Das finde ich ziemlich cool. Die hat eine Breite von, Achtung, ich bin heute vorbereitet. Ihr werdet es nicht glauben, aber ihr habt so ein Ding. Die ist jetzt in diesem Fall hier an der breitesten Stelle 26 cm breit, hat eine Dicke von 5 mm bzw. eine, wie sagt man, Spurbreite und von der Wand steht sie ziemlich genau einen Zentimeter ab. Und ja, die sind, also da ist schon, die muss man jetzt nicht so vorsichtig behandeln, wie ich mir das gedacht habe, aber die sind schon, das ist schon ein ganz schön filigranes Zeug, ja, wenn man sich das mal so anschaut. Ja, ist sehr hochwertig verarbeitet. Ich bilde mir übrigens auch ein, wir müssen uns gleich mal hier so einen großen, beziehungsweise so einen mittleren Nürburgring angucken. Da oben hängt da schon einer. Ja, den habe ich mal vor einer Weile zugeschickt bekommen. Und ich weiß nicht, ob die eine neue Fräse haben oder was, aber irgendwie sieht das besser aus. Detaillierter, ich weiß nicht, ob sie den Maßstab nochmal angepasst haben, aber hier selbst die kleine Strecke ist, wie ich finde, wirklich schon, also da sind ja hier Schikanen drin, die sind an meiner großen Rennstrecke da hinten nicht. Das finde ich schon ein bisschen auch geil, meine lieben Freunde. Ja, kleine Rennstrecke, wie gesagt, die kostet hier 49 Euro. Wenn sie nicht gerade im Sonderangebot ist. Und ihr Mäusezähnchen bekommt natürlich mit dem Codewort Herr Löblich oder Löblich 15% Rabatt, wenn ihr da was bestellt. Das habe ich so ausgehandelt. Dafür darf ich halt hier schön mir die Rennstrecken angucken und verlosen und kriege dadurch Millionen und Abermillionen von Abonnenten. So, also Nürburgring, kleine Rennstrecke. Ausgepackt. Dann nehmen wir uns mal eine mittlere Rennstrecke. Und zwar haben wir da hier, oh Gott, jetzt bin ich ja wieder absolut unvorbereitet. Oh, oh, die habe ich noch gar nicht aus. Das knistert und knackt noch. Jetzt muss erstmal nachgucken, was das für eine Rennstrecke ist. Das ist ein bisschen auch peinlich. Naja, so bin ich. Peinlich. Motorsachsenring. No, genau. ja, ist natürlich der Sachsenring. Der Sachsenring, no. Die ist übrigens bautechnisch bedingt, merkt man hier schon. Ja, guck mal, hier, da kannst du so ein bisschen, die ist ein bisschen empfindlicher. Also man muss das schon so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen. Ich habe hier gar keine Ahnung, wo gerade Norden ist. Auf dem Bild hier hinten auf der Webseite ist es so. In diesem Fall ist die Rennstrecke. In diesem Fall ist die Rennstrecke an der breitesten Stelle 45,5 cm breit. Hat eine Spurbreite von 1,2 cm und steht ab von der Wand 1,8 cm. Ja. Die mittlere Rennstrecke ist preislich natürlich ein kleines bisschen teurer. Ich möchte euch jetzt ungern zu jeder Rennstrecke den Preis sagen, weil ihr könnt immer noch bestimmen, wie stark, wie dick, wie breit und so weiter die Rennstrecke ist, ob sie bunt sein soll, ob Carbonfolie drauf sein soll und jedes Mal ändert sich der Preis. Am besten ihr guckt einfach mal auf die Webseite, weil, ja, wie gesagt, ich müsste jetzt hier alles irgendwie auswendig lernen und ich möchte euch vor allem zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich finde die ja wirklich sehr gut
verarbeitet. Jetzt stellt er sich natürlich wieder nicht scharf hier, der Arsch. Der Arsch. Ich habe die, ich habe den Nürburgring da oben an der Wand. Da hat sich nicht so viel verändert. Wie gesagt, ich finde nur, die sind detaillierter geworden. Hier ist jetzt zum Beispiel so eine kleine Fräsmacke dran. Ja. Da so. Du sollst dich hier scharf stellen, Arschlochkamera. Ich weiß nicht gar nicht, ob man das jetzt sieht. Hier ist wie so eine kleine Kante. Kann passieren. Ist halt ein Muster. Aber ganz ehrlich, selbst wenn die jetzt an der Wand hängen würde, würde man das überhaupt nicht mehr sehen. Das ist also total wurscht, ob da so eine Kante ist oder nicht. Also haben wir hier Sachsenring mittlere Größe. Dann haben wir, komm, wir gucken uns hier mal die, ne, wobei, das machen wir noch nicht. Wir gucken uns mal den Nürburgring an. Nürburgring auch mittlere Größe, in diesem Fall allerdings Red. In wunderschönem Rot. Wie gesagt, ihr könnt euch da verschiedene Farben aussuchen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es individuell geht oder nicht. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, das ist bei euch natürlich nicht so. Ich kriege hier die Muster. Hier sind jetzt so kleine Verarbeitungsmacken drin. Und da ist dann mal so ein Loch in dem gepressten Holz oder da ist dann so eine kleine Ecke dran. Das ist natürlich bei den fertigen Produkten nicht der Fall. In meinem Fall hier ist das jetzt quasi eine Beta. Die ist, also der Nürburgring ist tatsächlich wesentlich detaillierter als der, den ich da oben dran habe. Das finde ich schon witzig. Also zum Beispiel hier unten die Schikane. Ich mache da gleich nochmal eine gesonderte Aufnahme, beziehungsweise schneide die einfach ins Video rein. Die Schikane hier unten, bevor es so, also eigentlich geht es unten nach rechts in der T13 wieder auf den Nürburgring. In dem Fall geht es hier geradeaus auf die Grand Prix-Strecke. Und also erstmal ist der Maßstab ein bisschen anders, finde ich. Und ich glaube tatsächlich ist es detaillierter. Also wir haben hier zum Beispiel ein Michael Schumacher-S drin. Das ist bei meiner Rennstrecke nicht zu sehen. Und wie gesagt, auch die Schikane, bevor es rechts wieder auf die Nordschleife geht, die ist hier zu sehen bei der neuen Rennstrecke. Ja, hier unten. Da. Hier ist die Schikane, die ist bei meiner Rennstrecke oben nicht. Und auch hier unten die Grand Prix-Strecke, die ist vom Maßstab her ein bisschen anders. Das ist ja ein bisschen auch, das ist aber auch schön. Was sagt der GoPro? Alles gut bei dir? Ja, sehr schön. Kann man hier mal so ein bisschen noch einrücken, dass man das auch sieht. Ja. So. Geil. Also von mir aus könnten sie mir auch einfach mal so einen Karton Blasenfolie schicken. So. Wie gesagt, das war jetzt eine Rennstrecke in Dunkelrot. Dann haben wir hier so ein kleines Spa in Hellrot. Ah, toll. Kann man hier so ineinander legen. Herrlich. Dann haben wir hier diese wunderbaren Tischrennstrecken, Tischaufsteller. Ja, auch die natürlich wieder alles in verschiedenen Farben. Nürburgring, geil. Geil. Wusste gar nicht, dass der da drin ist. Nürburgring in Blau zum auf den Tisch stellen. Fick gut, fick richtig gut. Ich habe hier hinten, da komme ich jetzt bestimmt nicht ran, weil mein Kopfhörerkabel zu kurz ist. Na, doch, haut hin. Sehr schön. Ich habe hier schon dieses Monaco, ja. Jetzt kommt noch der Nürburgring dazu. Geil. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinstellen soll. Ja, ich habe hier hinten noch ein wenig Platz. Auch hier würde ich mal kurz für Sie messen, meine Damen und Herren. Also unten hier der Fuß ist im Monaco 20 cm breit. Nicht runterfallen. Und beim Nürburgring 15,5. Der Nürburgring ist also 24,5 cm hoch und Monaco an der höchsten Stelle 22,5. An der breitesten Stelle ist Monaco ungefähr 23 oder 22,5 cm breit.
der Nürburgring genauso. Ach, ist ja witzig, okay. Das heißt, die sind von der Breite, ja, die sind schon ähnlich breit, ja, wenn man sich das jetzt hier mal so anguckt. Also da ist vom Platzbedarf her, es kommt jetzt wahrscheinlich auch stark auf die Rennstrecke an. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei einer Rennstrecke ist, die sehr, sehr breit ist. Wie sie das dann machen, ob dann der Maßstab kleiner wird oder so. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren, man weiß es nicht. Auch das legen wir mal hier unten hin. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich drüber fahre. So, was haben wir hier noch? Wieder eine Rennstrecke, die ich nicht kenne. Scheiße. Ich hätte das alles doch mal vorher auspacken sollen. Finde ich raus. Sekunde. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Rennstrecke ist. Ich weiß es nicht. Gucke ich nach, schreibe ich euch in die Artikelbeschreibung. Nicht in die Artikelbeschreibung, in die Videobeschreibung, beziehungsweise blende ich das hier unten im Video ein. Ja, ich glaube, die Kleinen sind alle gleich breit an der breitesten Stelle. Ja, so ungefähr. Der Nürburgring, der schießt da jetzt ein bisschen raus. Der ist hier mal so 3 cm breiter. Aber so insgesamt sind die Kleinen alle ähnlich groß. Könnt ihr also bestellen. Passen alle an die gleiche Stelle. Kommt drauf an, ob man sie norden möchte oder nicht. Ich, ein Freund, bin ja von, ich persönlich bin ja ein Freund von genordeten Rennstrecken. Da kommen wir gleich zu einem kleinen Problem. Das zeige ich euch dann. Ja, da geht es aber um die LED-Rennstrecken. So, jetzt kommen wir mal noch zu einer geilen Sache, die ich euch gerne noch gesondert zeigen will. Und zwar mal hier nochmal den Nürburgring, aber in Carbon-Optik. Und das finde ich echt geil. Der hat denn hier nämlich so eine fette, geile Carbon-Optik drauf. Carbon-Folie. Jetzt hör doch mal auf, mein Gesicht zu filmen, du Kamera, du. Dann muss ich das vors Gesicht halten. Der hat hier so eine Carbon-Folie drauf. Und das sieht geil aus, wie ich finde. Das sieht man halt fast nicht, wenn man es nicht weiß. Wenn man es weiß, ist es aber irgendwie noch geiler. Es ist, ich weiß gar nicht, ich weiß bei so Carbonfolie immer gar nicht, ob das dann auch wirklich Carbon ist oder ob das ein Carbon-Fake ist. Aber das ist hier, das, ich glaube, das ist Carbon, würde ich jetzt mal behaupten. Geil. Jetzt habe ich hier 3 mittlere Nürburgringe. Was mache ich denn da mit den beiden, die jetzt hier liegen? So. Jetzt kommen wir zu einer großen Rennstrecke. Und zwar Spa. Ha! Hier. Da haben wir ein großes Spa. Da kann ich mich quasi reinlegen, kann mir schön die Füße massieren lassen. Sauna, eincremen. Spa halt. Ne? Ha, ist ja wieder lustig, der erlüblich. Ja, Spa. Beziehungsweise die großen Rennstrecken. Das ist aber auch ein Mordstrum hier, ey. Und die ist, also die kriegst du, glaube ich. Die kriegst du. Brrr, brrr, brrr. Die kriegst du so schnell nicht kaputt. Spa ist an der breitesten Stelle 99 cm breit. Also fast einen Meter. Spurbreite ist bei 2,5 cm und die Spurbreite Dicke ist bei 3 cm. Und das ist ein ganz schöner Trumm. Ob so eine große Rennstrecke mit diesen Klebebupsis, die hier dazu sind, hält. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier sind immer so eine 4 Millionen Aufkleber mit dabei. Ja, die kann man, das ist so ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Ach, diese Kamera. Ich brauche mal hier eine Kamera, die sich auch scharf stellt. Mann, immer ist irgendwas. Genau, sind immer so Klebepads dabei. Halten wie die Hölle. Ja. das heißt, wenn man diese Strecke einmal an die Tapete vor allem geklebt hat,
dann kriegt man die nicht mehr ab, ohne die Tapete an dieser Stelle zu zerstören. Solltet ihr das nicht wollen, besorgt euch Tesa Poster Strips oder irgendeine andere Firma, die das gleiche herstellt. Ich glaube, es gibt auch von Uhu so ein Knet-Zeug, was du da irgendwie so an die Wand matschen kannst. Muss man dann vielleicht ein paar mehr nehmen, weil das ist hier, die wiegt schon so. Was würden die wiegen? Ich habe jetzt keine Waage hier, aber das ist so ein Kilo, würde ich sagen, wiegt die schon. Und so ein Kilo musst du natürlich auch erstmal an die Wand kleben. Oh, ich starte mal kurz die Kamera neu, beziehungsweise die Aufnahme, weil ich zeige euch jetzt noch die LED-Rennstrecken. Ich habe hier einmal Le Mans, die habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ist eine mittlere Rennstrecke, müsste dann in diesem Fall ähnlich breit sein wie der Nürburgring, ist er auch. Ich messe es einfach nochmal nach, das was wir auch gemacht haben, genau, sind wir bei knapp 50 cm Breite. Und die LED-Rennstrecken, die sind halt an einer Stelle immer so ein bisschen ausgefräst. Sieht man hier so ein bisschen. Und da ist dann halt so ein LED-Band dran geklebt. Das LED-Band ist mit der Hand dran geklebt, das muss man wissen, weil sich doch einige immer wieder fragen, warum die Rennstrecken recht teuer sind. Wie gesagt, so eine große Spar-LED kostet 239 Euro, aber da muss sich halt jedes Mal einer hinstellen und für jede LED-Rennstrecke dieses LED-Band hier mit der Hand drumherum kleben, mit Heißkleber. Fräse muss bezahlt werden, Material muss bezahlt werden, also der Preis kommt schon nicht von ungefähr. Qualität ist halt auch gut, ne? Die sind halt, also es ist gut verklebt, da kann man auch mal ein bisschen dran zerren, ohne dass es gleich abgeht. Es sind nicht irgendwo irgendwelche Klebenasen, also das hier ist so die schlimmste Klebenase, die ich überhaupt gefunden habe. Und ich weiß gar nicht so richtig, ob man sie überhaupt sieht. Ich finde es sehr gut und ich finde den Preis tatsächlich auch gerechtfertigt, wenn man überlegt, dass es halt in Deutschland hergestellt wird und dass die... Naja, dass es jetzt nicht ein riesiges Multimillionen-Unternehmen ist mit 50.000 Mitarbeitern, sondern ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Leute das machen. Ich glaube, ein oder zwei. Sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Da finde ich das schon, da ist das schon okay. Das kann man schon mal machen. Und man kauft sich ja jetzt auch nicht jeden Tag hier so eine Rennstrecke, sondern ich sehe sowas als Geschenk für Motorsportbegeisterte. So, und ich zeige euch gleich mal einen Unterschied. Die entwickeln sich ja immer weiter, so wie sich zum Beispiel bei dem Nürburgring der Detailgrad verändert hat, verändern sich auch so Sachen wie zum Beispiel die... Na, sag schon. Achso, das kann ich ja mal abmachen hier und kann euch das mal zeigen. Finde ich zum Beispiel auch ganz geil, ja? Hier ist so ein Stecker dran, wenn du den Stecker nicht dran haben willst, jetzt kann man das hier hinten so ein bisschen ankleben und könnte sich theoretisch die Rennstrecke auch so an die Wand machen, ohne dass man diesen Stecker da dran rumbimmeln hat. Da komme ich gleich noch zu. Ich habe nämlich auch Kritikpunkte, beziehungsweise ein oder zwei, die betreffen hauptsächlich die Stecker. Und zwar bei der großen Spar, wie gesagt, Kabel. Okay, ich komme gleich mal zu einem Kritikpunkt. Die Kabel sind viel zu kurz. Immer. Egal bei welcher Rennstrecke, auch hier bei dem, zeige ich euch gleich noch, bei dem Tischaufsteller Motorsport Arena Oschersleben aus Plexiglas. Es ist halt ein... knapp 50 cm, was haben wir hier? 55 cm mit Stecker, mit USB-Stecker, das ist zu kurz. Also ihr müsst auf jeden Fall eine USB-Verlängerung dran machen. Ich finde auch die Farbwahl. Ich weiß nicht, ob es weiße Kabel nicht gibt oder ob, ja, es ist halt, bei einem weißen Kabel haben die Leute wahrscheinlich eine dunkle Wand, bei einem dunklen Kabel haben die Leute eine helle Wand. Du hast halt immer dieses Kabel an der Wand hängen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es anders machen sollte. Es gibt nur noch mal keinen Funkstrom, ja, der Herr Tesla, den hat man ja damals, das wollte man ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob Funkstrom so geil wäre. Ja, die ganze WLAN-Strahlung reicht ja schon. Also wie gesagt, Kabel, das ist echt ein bisschen kurz. Das ist halt, was ich halt auch schade finde. Also ich würde es cool finden, wenn man jetzt zum Beispiel Kabellängen wählen könnte. Ja, weil das ist, ich würde jetzt mal hier behaupten, self-made. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es diese Kabel auch länger gibt. Oh, hier habe ich mich schon drauf gesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Kabel auch länger gibt. Und da wäre zum Beispiel eine Auswahl ganz geil, dass man sagen kann, also pass auf, kommt bei mir an eine Wand, Steckdose ist 2 Meter weg. Ich hätte gerne 2 Meter USB-Kabel. Weil wenn du hier jetzt eine USB-Verlängerung dran machst, dann hast du halt so einen Knubbel da an der Wand hängen und das sieht dann irgendwie schon so ein bisschen doof aus. Auf der anderen Seite könnte man sich vielleicht auch einfach, das ist ja hier so ein ganz normaler, kennt man von PC-Lüftern, das ist hier so ein ganz normaler, das ist hier so ein ganz normaler 12 Volt oder was ist denn das hier in dem Fall, 5 Volt, das ist hier so ein ganz normaler Lüfterstecker, so ein vierpoliger, könnte man sich natürlich auch einfach irgendwo im Zubehörhandel, jetzt denkt ihr, dass das Lenkrad da hinten ein Gesicht ist, meine, da, ich, die Kamera, ich, krosso, so. Ja, kann man das ausmachen hier? Oh ja, sehr gut. Nee, nicht das Gesicht. Jetzt macht er hier, ich mach mal kurz nochmal Pause, Sekunde. Du, ich glaube, so ist es besser. Jetzt verfolgt er nämlich nicht mehr mein Gesicht. Wie gesagt, hier, das ist so ein normaler Lüfterstecker. Den könnte man sich zum Beispiel verlängern oder länger kaufen. Wer so ein bisschen zu Hause an seinem PC rumschraubt, der wird wissen, was ich meine. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wäre es halt auch einfach geil, wenn man die Kabellänge wählen könnte. Hier haben sie so ein bisschen verbessert und erweitert. Bei das hier ist das Kabel von der großen Spar-LED, die zeige ich euch gleich, die steht noch da hinten. Das hier ist das Kabel von der kleinen Le Mans oder von der mittleren Le Mans-LED-Rennstrecke. Und hier ist der Empfängerschnupsi, der ist hier so ein bisschen länger. Ich habe tatsächlich auch schon festgestellt, dass man bei der Le Mans ab und zu doch mal ganz schön nah rangehen muss, damit die Fernbedienung noch funktioniert. Und das Problem hat sich dann hier mit dem etwas längeren, bist du ruhig, Antennenkabel erledigt. Das Schöne ist, dass man jetzt hier zum Beispiel auch die Le Mans Rennstrecke nehmen kann und dann kann man hier einfach das Kabel dran stecken und fertig ist die Bude. Geil! Es gibt immer hier so ein USB-Ladeschnuffi natürlich dazu. Auch da würde ich es zum Beispiel ganz cool finden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das kann auf der Webseite. Ich glaube allerdings nicht. Ich würde es ganz geil finden, wenn man den abbestellen könnte. Ja, wenn man einfach sagen könnte, bitte nur mit USB-Kabel, aber ohne Adapter für die Steckdose. Weil ich zum Beispiel habe von meinen Handys der letzten 10 Jahre gefühlt 48.000 solcher Dinger hier zu Hause liegen. Und ich brauche gar keine mehr. Mir sagt, ich habe jetzt hier zwei Le Mans, zweimal USB-Rennstrecke. Es ist auch, das hier ist zum Beispiel ein etwas anderer. Und es kommt halt jedes Mal dieser Stecker mit. Ich finde es nicht schlimm, weil viele Leute brauchen ja für jede LED-Rennstrecke so ein Ding. Ich würde es aber geil finden, wenn man es abwählen kann. Ja, und dann gibt es hier die tollen Fernbedienungen dazu. Ich habe mir mal hier Zahlen drauf geschrieben, dass ich weiß, welche wohin gehört. Was mich jetzt gleich mal interessiert, das probieren wir gleich nochmal schnell aus, ob die beiden Fernbedienungen auch beide Rennstrecken steuern können oder ob die jeweils immer nur eine steuern. Das probieren wir gleich. Ich zeige euch erstmal noch die große Spar. Hey, über Nürburgring gefahren. So. Ja, das könnte auch mehr als ein Kilo sein. Ist die dicker? Die ist doch dicker. Ist die dicker? Oh, aber deutlich. Ach so, und zwar ist die quasi... Aha. Wenn wir hier mal schauen, ja, das hier ist Spar-LED. Ich muss mal hier kurz ein bisschen zu dem Fokus-Ding-Punkt Gedöns rutschen. Und das hier ist Spar-Nicht-LED. Und Spar-Nicht-LED ist einfach mal deutlich weniger breit als Spar-LED. Das merke ich auch gerade deutlich im Gewicht. Ja, die große Spar hier... nicht die große, die LED-Spar, die ist einfach mal deutlich schwerer als die Nicht-LED-Spar.
Ja, siehst du hier, das ist die Scheiße mit dem Kabel. Mit dem Kabel. Aber geht, glaube ich, alles noch, oder? Ich kann mal hier mal gucken, dass man mal was sieht. Oh Gott, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Naja, ist ja auch ein Mega-Unboxing. Auch hier werde ich mal kurz messen. Die hat dieselben Maße wie die andere Spar, ist allerdings 4 cm dick. Also da ist einfach mal ein ganzer Zentimeter mehr dran. Und was ich geil finde, das kommt bei der kleinen Le Mans nicht so rüber, weil die so dünn ist. Das Kabel, das ist nicht das Kabel, sondern hier das LED-Band, das ist ja so ein bisschen versenkt. Da ist so ein bisschen rausgefräst. Bei der sieht man es. Weil halt generell die Spurbreite und die Rennstrecke so ein bisschen flacher ist. Das Coole ist hier bei so einer großen Rennstrecke, da verschwindet das Kabel halt komplett hinter der Rennstrecke. Also man muss so richtig von der Seite drauf gucken, um es zu sehen. Und das finde ich ganz geil. Oh, hier sind noch so, hier sind zum Beispiel noch so ein paar Klebefäden von einem Heißkleber, von einer Heißklebepistole dran. Aber wie gesagt, Muster. Ich weiß zum Beispiel von meiner Oschersleben LED Plexiglas Deko, Tischdeko, dass ich, wie gesagt, Muster zugeschickt bekomme und er macht sich, was ich auch verstehen kann, er macht sich nicht die Mühe, das alles hier noch abzufummeln und zu entgraten. Das kann ich auch selber machen. So fair bin ich dann auch, weil ich muss hier für den Kram nicht bezahlen und darf euch den zeigen. Und da fummel ich gerne auch schon mal Klebereste ab. Ja. Schwer, groß, geil. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, falls ihr das andere Video dazu nicht gesehen habt, die Oschersleben Tischdeko. So, hier, nehmen wir mal kurz das Kabel mit hier rüber. Kabel, komm mal mit her. Das ist hier die Oschersleben Tischdeko. Beziehungsweise die Plexiglas Tischdeko. Da wird mit einer Fräse, oder ich glaube mit einem Laser wird das jetzt gemacht, wird halt der Schriftzug und die Rennstrecke in Plexiglas gefräst. Dann wird das Ganze entgratet. Und eigentlich ist die Plexiglasscheibe hier nur so reingesteckt. Dann ist hier unten LED drin. Ja. Und jetzt kann man die da wieder reinstecken. Na, gut. Und dann wird die hier unten toll beleuchtet. Hier funktioniert jetzt, glaube ich, das wäre eigentlich mal interessant, ich glaube nicht. Hier funktioniert jetzt keine Fernbedienung, hier gibt es so Knöpfchen an der Seite. Da. Ja. Dann kann man jetzt hier die Farben. Man sieht ja nichts. Jetzt kann man hier die Farben und die Modi durchschalten. Man sieht es kaum, weil es ist hier ein Mordslicht drin. Ich schwitze auch schon wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. So, und jetzt kann man hier verschiedene. Ach, jetzt wird es gerade heller. Und jetzt ist wieder ganz dunkel. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es gibt also 8 Helligkeitsstufen. Das ist natürlich gut zu wissen. Und jetzt kann man hier denn noch verschiedene Modi durchschalten. Entweder ob es blinkt, ob es beim Blinken die Farben wechselt, ob immer nur die gleiche Farbe blinkt. Oder irgendwo, genau, das ist so mein Lieblingsmodus, da werden jetzt so die verschiedenen Farben so langsam durchgefadet, da kann man doch die Geschwindigkeit des Fadens verändern und ja. Dasselbe macht man auch, kann man auch natürlich mit den LED-Rennstrecken über die Fernbedienung machen. So, jetzt haben wir euch den ganzen Schnulli gezeigt. Ah, Kabel zu kurz. Die Aufnahme läuft noch. Wunderbar. Eine Sache habe ich jetzt hier noch drin liegen im Karton. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich muss mal hier ganz kurz ein wenig aufräumen. Ganz kleinen Augenblick. So, da bin ich mal ein wenig näher an die Kamera gerutscht. Ah. Weil hier ist nämlich noch was in der Packung drin. Kann man mal ein bisschen machen, mal so hier. Hier ist nämlich noch was in der Packung drin gewesen, im Karton, was ich mir noch nicht angesehen habe.
Rominox. Es scheint ein deutsches Produkt zu sein. Ich habe keine Ahnung, was Rominox ist. Es ist unglaublich schwer. Also halbes Kilo, Kilo. Eher ein halbes. Ich weiß nicht, was drin ist. Es klingt. Es klingt irgendwie metallisch. Frau Löblich hat es schon mal ausgepackt und meinte dann, ah, die eine Rennstrecke da ist übrigens der Sachsenring. Das heißt, hier wird wohl, wow. Oh, da hätte ich ein bisschen vorsichtiger mit umgehen müssen. Ach, wie geil ist denn das? Ach, wie geil ist denn das? Es ist nicht metallisch. Oh, nein, wie geil ist denn das? Alter, guck mal hier. Bieruntersetzer. Oder wie man im imperialistischen im Westen, wie man anderswo in Deutschland sagt, Bierdeckel. Für mich ist der Bierdeckel halt der Deckel oben auf dem Bier. Oh, das gibt wieder Hasskommentare. Alter. Das ist reingelasert, glaube ich. Das ist ja geil. Hier haben wir den Bilsterberg. Das ist immer sehr schön. Danke, lieber Manuel, dass du da die Namen mit draufgeschrieben hast. Das ist ja der Hammer. Geil. Geil, geil, geil. Und ich schüttel das hier wie so ein Blöder. Na gut, dass nichts kaputt gegangen ist. Spa-Francorchamps. Toll. Oh, ja, das mit dem Laser ist schon fett, ja. Hier haben wir tatsächlich den Sachsenring. Pass mal auf, und das ist bestimmt die letzte Rennstrecke, die da... Motorsportarena Oschersleben, auch sehr, sehr schön. Und jetzt ist bestimmt die andere Rennstrecke hier dabei. Nee, ist sie nicht. Aber Le Mans. Oh, geil. Geil. Das finde ich richtig gut. Das ist... Das ist richtig... Richtig Schiefer hier. Hier ist so eine kleine... So eine kleine Minimacke dran. Die hat der Laser rausgeschossen. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Ja, doch, sieht man. Da. Aber wenn man da 30 Mal ein Glas drauf abgestellt hat, dann hat die sowieso viele Macken. Das ist ja total krass. Das sind ja richtige, die sehen auch alle komplett anders aus. Also es ist jetzt nicht gegossen oder irgendein Fake oder so, sondern oh, krass. Jetzt merkt man gerade, dass ich mir das noch nicht angeguckt habe vorher. Hammer. Wie gesagt, alle sehen komplett anders aus. Super, super geil. Also, das zu verlosen oder zu verschenken, wird mir sehr, sehr schwer fallen. Weil, aber allerdings habe ich auch ganz selten Gäste, wo man sowas braucht. Aber, oh, das riecht doch richtig nach Schiefer. Wer schon mal Schieferplatten in der Hand hatte, bei manchen Restaurants bekommt man sein Essen auf so Schieferplatten zum Beispiel. Und ich habe, ich weiß gar nicht wo. Ich habe früher schon mal im Schieferbruch gearbeitet, hätte ich fast gesagt. Das ist ja toll. Das ist ja sehr toll. Bin sehr begeistert. Schön. Also, das war nur ein verschwindend geringer Teil der gesamten Produktpalette von Racetrack Art. Wie gesagt, ich werde nach und nach jedes Produkt, was die Jungs im Portfolio haben, zugeschickt bekommen. Werde ein kleines Herr Lüblich-Video dazu machen und euch mal sagen, wie es aussieht, wie ich es finde, die Maße, das Gewicht, ob ich den Preis gerechtfertigt finde. Ich muss jetzt mal sofort noch nachgucken, was diese Untersetzer kosten. Also diese geilen Untersetzer hier, die kosten im Paket 6 Stück 34,90 Euro zuzüglich Versandkosten. Und ganz ehrlich, das finde ich geil. Das ist ein geiler Preis. 6 so eine Dinger für 34 Euro, super. Super. Würde ich sofort verschenken. Das ist super geil. Wie gesagt, die ganze Webseite, die ganze Produktpalette ist so für Fans und Nerds des Motorsports ausgelegt. Und da findet jeder was. Wenn ihr mal irgendwem eine geile Rennstrecke, Schlüsselanhänger kommen ja jetzt doch demnächst oder gibt es glaube ich sogar schon und dann wird es noch andere Sachen geben, folgt denen mal bei Facebook, da gibt es nämlich immer wieder geile Produktankündigungen und da findet jeder was. Also wenn ihr mal irgendwen motorsporttechnisch beschenken wollt, dann guckt mal auf www.racetrackart.de mit dem Codewort Herr Löblich gibt es 15% Rabatt. Und da ist mit Sicherheit was dabei.
Ich werde jetzt mal hier hinten hinter mir noch kurz die ganzen Rennstrecken an die Steckdose anschließen und mal anschalten und ein bisschen abfilmen. Und dann mache ich noch so ein bisschen Musik drunter. Und dann war es das auch. Ich glaube, wir haben jetzt hier wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht. Aber ihr wisst ja, kürzer kann ich nicht. Was soll ich tun? Es soll ja auch ein bisschen interessant sein und ich will mir auch alles angucken und hier irgendwie 35 Einzelvideos machen, finde ich dann auch Quatsch. Seht es so ein bisschen wie eine Fernsehsendung, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt auch ganz schön geschafft. Ich werde mal hier kurz ein Schlückchen von meinem leckeren Grüntee Spa-Francorchamps, nee, Strawberry Cupcake. Ah, der ist jetzt nach einer Dreiviertelstunde auch kalt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das, wie gesagt, war jetzt so eine kleine Produktübersicht über die ganzen Holzrennstrecken und LED-Rennstrecken und LED-Plexiglas-Tischdeko und Schiefer-Untersetzer. Und mal gucken, was da demnächst noch so alles kommt. Ich werde auf jeden Fall ein Unboxing-Video dazu machen. Das verspreche ich euch. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ich in der rechten oberen Ecke des Videos wie immer die Hinweise auf meine sozialen Netzwerksaktivitäten befinden. Klickt mal bei Facebook und bei Instagram rein. Bei Instagram gibt es immer Fotos von Autos oder Fotos von Autos in Rennsimulationen und auch andere Fotos. Und unter dem Video ist wie immer ein Spendenlink. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir irgendwie 50 Cent oder einen Euro dalassen. Ihr wisst, jede Spende zählt, denn mit euren Spenden kann ich mir, gut, jetzt in dem Fall muss ich es nicht, weil das wurde mir so zugeschickt, aber ansonsten kann ich mir da halt immer so Kram für den Kanal kaufen, irgendwie meine neue Simulation oder meine Handbremse und so und dann werden die Videos besser und toller oder ich kaufe mir meine LED und ja, weil, naja, Finanzen habe ich noch nicht so drauf. Das war's. Ich wünsche euch einen grandiosen Restsonntag und sage, achso, falls ihr das Video natürlich irgendwann anders guckt, wünsche ich euch einen ganz tollen Tag, ein tolles Leben, viel Spaß bei allem, was ihr auch immer so tut und ihr wisst, rechtes Gas. Tschüss, euer Lieblingssimulant, Herr Löblich.